Wir machen nun weiter mit der Schuld. Wir haben jetzt schon die Tatbestandsmäßigkeit besprochen, innerhalb der Tatbestandsmäßigkeit den objektiven und den subjektiven Tatbestand und haben uns auch schon die Rechtswidrigkeit angeguckt. Nun kommen wir also zur Schuld. Und bei der Schuld ist es eben so, dass schuldhaft handelt, dem keine Entschuldigungsgründe zur Seite stehen. Bei der Schuld sprechen wir von Entschuldigungsgründen und bei der Rechtswidrigkeit eben von Rechtfertigungsgründen. Das müssen wir auf jeden Fall voneinander differenzieren. Das heißt, bei der Rechtswidrigkeit sprechen wir von Rechtfertigungsgründen, bei der Schuld von sogenannten Entschuldigungsgründen. Und schuldhaft handelt, wem keine Entschuldigungsgründe zur Seite stehen. Das heißt also, in einer Klausur, in der ich Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit geprüft habe und dann zur Schuld komme, schreibe ich zunächst einmal, der Täter T müsste auch schuldhaft gehandelt haben, das ist unser Obersatz. Dann kommt unsere Definition, schuldhaft handelt, wem keine Entschuldigungsgründe zur Seite stehen. Dann kommt die Subsumption, ja, dann gucken wir, welche Entschuldigungsgründe eventuell greifen können. Und dann natürlich noch das Ergebnis. So. Welche Entschuldigungsgründe gibt es denn jetzt? Entschuldigungsgründe gibt es einige. Das erste Entschuldigungsgrund oder der erste Entschuldigungsgrund ist die sogenannte Schuldfähigkeit bzw. Schuldunfähigkeit. Und die ist in den Paragraphen 19 bis 21 StGB geregelt. Die können wir jetzt mal gerade aufschlagen. 19 bis 21 StGB. Pausiert kurz das Video und schlagt diese Paragraphen mal gerade auf. So, Paragraph 19 StGB, ich lese vor. Schuldunfähigkeit des Kindes. Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. Das heißt also, dass Kinder unter 14 Jahren schuldunfähig sind. Das heißt, wenn ein kleines Kind eine Straftat begeht, dann würde ich in der Schuld hier rausfliegen und das Kind hätte sich nicht strafbar gemacht. Ganz, ganz wichtig. Dann der Paragraph 20 StGB. Ja? Die Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. Und da fallen ganz, ganz viele verschiedene Krankheiten und Bewusstseinsstörungen mit rein. Ich lese vor. Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer anderen schweren seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Das heißt, wir haben eine krankhafte seelische Störung. Wir haben eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Wir haben Schwachsinn. Wir haben eine schwere andere seelische Abartigkeit. Das hört sich alles ziemlich krass an. Ich habe jetzt eine kleine Liste gemacht mit Krankheiten, die jetzt unter jedes von diesen einzelnen Merkmalen drunter passen. Ja. Bei der krankhaften seelischen Störung unter AA, darunter verstehen wir beispielsweise Psychosen oder auch ein Vollrausch. Bei den tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen, darunter versteht man Bewusstseinsveränderungen, welche zum Beispiel durch Drogen oder durch Alkohol auftreten. Ja. Und hierbei ist vor allem die Blutalkoholkonzentration entscheidend. Welche BAK, also welcher Promillewert, ausreicht, um strafbar bzw. nicht strafbar zu handeln, das werden wir in einer weiteren Folge, dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, dann bestimmen. Dann Schwachsinn. Was versteht man unter Schwachsinn? Unter Schwachsinn versteht man unter anderem eine angeborene Intelligenzschwäche oder auch Geisteskrankheit. Ja. Darunter sind meistens Personen unter einem IQ von 60 zu verstehen. Und Personen unter einem IQ von 60 können meistens nicht schuldhaft handeln. Ja. Also das muss man dann im Einzelfall natürlich immer noch ein bisschen abwägen. Aber meistens eben nicht, da eben eine angeborene Intelligenzschwäche bzw. eine Geisteskrankheit vorliegt. Dann, was haben wir noch übrig? Wir haben noch übrig eine schwere andere seelische Abartigkeit, abgekürzt SASA. Darunter verstehen wir Persönlichkeitsstörungen, Paraphilien oder auch Störungen der Impulskontrolle. Das solltet ihr wirklich im Kopf abspeichern, damit ihr diese verschiedenen
aufgeführten Krankheiten in Paragraph 20 StGB oder verschiedene Zustände, nicht Krankheiten, damit wir diese voneinander abgrenzen können. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig und das sollte ich dir wirklich drauf haben. Dann der Paragraph 21 StGB, dieser beschäftigt sich mit der verminderten Schuldfähigkeit. Und vermindert schuldfähig ist grundsätzlich jemand, der eine Blutalkoholkonzentration von 2,0 bis 3,0 Promille hat. In so einem Stadium von 2,0 bis 3,0 Promille Blutalkoholkonzentration ist es so, dass motorische Fähigkeiten nicht mehr wirklich wahrgenommen werden können. Es ist so, dass man viele verschiedene oder dass viele die Kontrolle über ihren Körper verlieren und somit ganz einfach vermindert schuldfähig werden. Und das regelt eben der Paragraph 21 StGB, dass solche Personen, die einen solchen Promillewert aufweisen, eben vermindert schuldfähig sind. Wenn man über einen Promillewert von 3,0 kommt, dann ist es so, dass dann eben eine krankhafte seelische Störung oder eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung nach AABB unter Paragraph 20 StGB fällt. Und dann ist es so, dass wir meistens schuldunfähig sind. Bei Tötungsdelikten liegt der BAK-Wert bei 3,3 übrigens, der Mindestwert. Ja, ab einem BAK-Wert von 3,3 bin ich schuldunfähig, auch bei Tötungsdelikten. So, das werden wir aber in einem weiteren Video dann nochmal genauer besprechen. Das ganz kurz dazu. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wann man schuldunfähig ist. Ja, Kinder unter 14 Jahren, dann Personen, die unter bestimmten Umständen oder Zuständen leiden. Und dann gibt es eben noch die verminderte Schuldfähigkeit gemäß § 21 StGB. So, was gibt es noch für Entschuldigungsgründe? Ja. Wir haben noch Irrtümer. Und bei Irrtümern haben wir noch den Erlaubnistatbestandsirrtum, den Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB und den Erlaubnisirrtum gemäß § 17 StGB. Die Irrtümer werde ich zusammen mit dem Aberratio Ictus und mit dem Error in Persona vel in Objecto dann in einem anderen Video besprechen. Hier möchte ich das jetzt erstmal nicht tun, denn das würde jetzt vollkommen den Rahmen sprengen und würde jetzt auch gar nicht wirklich in die Vorlesungsreihe mit reinpassen. Das machen wir erst später. Dann drittens haben wir den Notwehrexzess gemäß § 33 StGB, den entschuldigenden Notstand gemäß § 35 StGB und natürlich noch den übergesetzlichen Notstand. Diese werden wir auch in den nächsten Videos besprechen, da werde ich natürlich wieder ein Video pro Entschuldigungsgrund machen. Das war's auch schon für dieses Mal. Ja, ein etwas kürzeres Video, nur als kleine Einleitung in die Entschuldigungsgründe, in die Schuld. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Videos. Ich tue es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Paragraph 31.